Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin KOLP100, der mit der Zahl innen dran. Herzlich willkommen zu GTA 5. Ich habe das Spiel einfach mal neu gestartet und habe dieses komische Grafikflicker-Problem geendet. Scheint wohl ein Bug vom Spiel zu sein, wen interessiert's? Dank modernster Technik, die sich Neustart nennt, habe ich das einfach behoben. So, jetzt gucke ich mal kurz. Ach, ich habe ja gar kein Auto in meiner Garage. Naja gut, dann werden wir halt das nehmen, was hier steht. Das gehört wahrscheinlich wieder unserer Tochter oder unserer Frau. Sie hat sich vielleicht ein neues gekauft. Unsere Frau wechselt auch ständig das Auto. Obwohl, die war ja gar nicht zu Hause, ne? Vielleicht ist die schon wieder weggefahren. Wo ist denn unsere Frau schon wieder? Unglaublich. So, was wir aber machen werden, bevor wir losfahren, ist, ich möchte diese Nebenmission hier am Strand machen. Diese. Und danach werden wir, hier haben wir eine Lester-Mission. Die möchte ich erstmal nicht machen. Danach werden wir wieder zu Franklin wechseln und uns wieder ein bisschen zu Franklin, gesellen. Ich möchte das gerne so spielen. Ich möchte die Charaktere immer mal wieder wechseln. Möchte Abwechslung sowohl in den Charakteren als auch in den Storylines, Missionen und so weiter behalten. Deswegen switchen wir hier schön dynamisch hin und her, wie es uns gerade passt. Das ist ja auch nicht schlimm, denn irgendwie ist hier alles interessant. Also bis jetzt habe ich immer Spaß gefunden. Egal, was wir wo gemacht haben, man erlebt immer wieder was Tolles. Und so können wir uns Stück für Stück so viel wie möglich vom Spiel erarbeiten und bleiben dabei schön abwechslungsreich und versteifen uns nicht so auf einen Charakter. Und ja, das ist so der Stil, der mir sehr gut gefällt und deswegen ziehe ich den durch. Wenn es euch nicht gefällt, müsst ihr weiter gucken und lernen, dass es euch gefällt. So, dann würde ich euch jetzt mal vorschlagen, ganz spontan schlage ich euch davor, dass ihr so GTA bei mir gucken könnt. So, wir fahren den wunderschönen Sonnenuntergang entgegen. Wir haben sehr lange gebraucht für dieses ganze Unterfangen, diesen Social Network Boss umzulegen, als er das neue Live Invader Telefon vorstellen wollte. Lustige Rede, tatsächlich. Natürlich sehr, ja, nicht angreifend halt. Wie soll ich das jetzt sagen? Sehr angriffslustig darauf, was ja Social Networks heutzutage so groß macht überhaupt, wie die sich finanzieren. Aber, naja, man muss halt so ein bisschen. Ich habe es ja angesprochen, Rockstar ist sehr satirisch, sehr gesellschaftskritisch, ohne dabei irgendeine Seite einzunehmen. Also man kann immer selbst interpretieren, was man davon denken will, aber das ist das, was für mich vom Storytelling her auch die Serie immer so ein bisschen ausgemacht hat. So, ich glaube, wir sind da. Ich parke hier einfach mal am Straßenrand, weil ich es kann. Mir gefallen übrigens diese echt wunderbar flüssigen Reflexionen auf den Autos. Ich habe gedacht, Watch Dogs wird das erste Spiel, was irgendwie in der Lage sein wird, das einzuführen. Aber ich glaube nicht. Da vorne ist auch, glaube ich, schon die Dame, zu der wir sollen. Was macht die da? Sport? Will die springen? Lady, nicht springen! Bitte! Hallo? Get off your fat ass. I see this exercise stuff's about as relaxing for you as it is for my wife. No, I don't want to sleep with you. And no, I don't care that I'm 39 and single. It doesn't worry me a bit. Easy. I'm not stressed out at all. Now go fuck yourself. Are you okay? Yes, I'm okay. Just fuck you. All of you. I'm on a run. Well, you seem a little upset. I could still run you into the fucking ground. Okay. Hey, I played high school football, all right, sweetheart? All state, QB. Whatever. Just don't have a coronary. Let's go! Was? Ich muss jetzt mit dir joggen? Alles klar, Mädchen. Laufen erhöht deine Ausdauer. Höhere Ausdauer ermöglicht dir länger zu sprinten, Rad zu fahren. Wenn du länger sprinten oder Rad fahren kannst, als deine Ausdauer verkraften kann, nimmst du Schaden. Oh, krass, echt. It's running. How much gear do you need? I feel like I'm being chased by my creepy uncle. Yeah, if your uncle was the same age as you, you mean? Although that would explain a lot. Fuck you! Why are you so angry? I'm not angry. I'm exercising. Run on the road! Take that traffic head on! Yeah, I could have guessed you were one of those. The road is for runners! Oh mein Gott, ich lass mal wieder den Stick los, dann höre ich natürlich auch vorwärts zu laufen. Ich bin auch ein Trottel. You should try it. Warum schreit ihr auch jeden an? Das ist ja krank. Was hat die für Probleme? Oh oh, im Treppen runterlaufen ist sie schneller als wir. Oh oh. Wie der total aggressiv ist. Totally aggressive, passive. Alter, bist du nicht, du bist doch nicht ganz dicht. Komm schon! Du hast keine Ausdauer mehr, wenn du deinen Körper weiter anstrengst, schlägst auf deine Gesundheit. Alles klar, tut mir leid. Last push, ich hab nichts mehr übrig. Komm schon! Komm schon! Aua! 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 Ich besieg dich! Und wenn ich dabei drauf gehe, Mann.
Ich kann schon gar nicht mehr drücken, ich kann schon gar nicht mehr drücken. Drücken. Komm, 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 sprint. Alter, ich werd sterben. Idiot, gewonnen. Screw you, glass ceiling. Men suck, I rule. Oh my god. Ich hab verloren. Oh mein Gott, muss ich echt gegen die gewinnen? Ich hab einen Krampf im Daumen. Holy crap. Natürlich versuchen wir das erneut. Die blonde Frau machen wir fertig. Okay, spontanes Rennen gegen eine Frau, die völlig männerhassend und durchgedreht ist. Wahrscheinlich ist sie in ihrer Midlife-Crisis. Komm her. I feel like I'm being chased by my creepy uncle. Yeah, if your uncle was the same age as you, you mean? Although that would explain. Wir können die nicht besiegen. Die ist zu schnell. Die ist zu schnell. So angry. I'm not angry. I'm exercising. Oh, komm her. You're overcompensating. Ich habe so viel Ausdauer nicht, um die fertig zu machen. Das ist ja krass. Die überholt einen ja auch sofort, ne? Das ist ja schlimm. Sobald ich mal aufhöre zu sprinten, mein Daumen verkrampft. Okay, schneller. Nein, ich bin auf den Kreis gekommen. Oh mein Gott, ich trottel. You have such a joy for life. Alter. Nicht nachlassen. Oh, ich habe einen Krampf im Daumen. Ich darf nicht verlieren. Komm schon. Mach sie fertig. You make me feel well adjusted. Alter, du komische Frau! Ach! Okay, here we go! Last push! Come on! Ich mach dich fertig! Nein! Ich mach dich fertig! Ah! Mach sie fertig machen! Komm schon! Ich werde sterben! Oh mein Gott! Oh mein Gott, nein! 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 Oh mein Gott, Kinder, ich kann nicht mehr. Oh. Ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Okay, wir versuchen es nochmal. Warum wollen mich alle Rennarten in diesem Spiel so fertig machen? Oh, krass. Okay. Oh, Daumen auflockern. Kriegen wir hin. Wow, krass. Okay, komm schon. Ich mach dich fertig. Du hässliche. Geil. Querfeldein. Komm schon. Querfeldein. Halt die Klappe. Ich bleib nicht on the path. Wir müssen wahrscheinlich cheaten, damit wir die besiegen können. Weil wir sind ja einfach nicht in Form, ne? Oh, mein Daumen ist jetzt schon Moose. Genau. Moose. Oh, und jetzt wechseln wir auf den Zeigefinger. Aber da kann ich nicht lange durchhalten. Halt die Klappe jetzt. Du bist doch nicht ganz sauber. Halt die Klappe jetzt. Oh mein Gott, wie ich die fertig mache. Komm schon. Die machen wir fertig. Diesmal haben wir sie, liebe Leute. Jetzt müssen wir einfach nicht sterben. Also halt nicht versagen plötzlich. Und nicht von dem Weg springen hier. Halt die Klappe jetzt. Oh mein Gott. Ich schwank schon. Nein, da ist sie. Schieb mich an. Lauf in meinen Windschatten und schieb mich an. Oh mein Gott, wie schnell die halt die Treppen runtersprintet. Wow. Alter, nein. Immer wenn die Push sagt, verlaufe ich mich. Ich mach sie fertig. My shrink's office is right near here if you want to work through some of that shit. Yeah, because you're a walking advertisement for therapy. Komm schon. Diesmal machen wir sie fertig. Fertig machen. Ja! Not too shabby, huh? Oh. Dylan Boyd, I'd have annihilated you if you hadn't taken that shortcut. Yeah, whatever gets you through it. Oh, my chest. Fuck me! Who are you? You're lucky I'm tapering for a try! Okay. Wir haben sie besiegt und wir haben einen neuen Kontakt. Marianne. Alles klar, ja, über Speicher.
Oh mein Gott, Kinder, ich bin fertig. Ich bin so fertig. Ich glaube, das war so gewollt. Ah. Und wie sie sogar darauf angesprochen hat, dass man Abkürzungen genommen haben. Ja, es ging nicht anders. Wir mussten bescheißen. Oh, ich bin kaputt. Morgen habe ich eine Sehnenscheidenentzündung in meiner Hand. Ich weiß es jetzt schon. Ach du heilige Scheiße. Das war ja mal richtig cool. Und wisst ihr was? Ich habe es mir spontan anders überlegt. Wir werden jetzt noch diese Michael-Mission hier machen. Das will ich jetzt doch noch, weil gerade eben haben wir ja auch eine Franklin-Mission gemacht. Also hat jetzt Michael auch noch eine verdient. Wir fahren also mit diesem schicken Flitzer, der hier, der gefällt mir ziemlich gut. Den nehme ich mir jetzt einfach. Bam! Oh, oh. Oh, ein Anruf. Wer ist das denn? Yeah, who's this? It's Ricky from Life Invader. I know you're the bro who deactivated Jay, bro. Oh, I have no idea what you're talking about, pal. What you do's your business, bro. Anyway, Jay really got a big head once people started calling him a god. Guess you proved he wasn't one. They reintegrated my team in Burundi after the design got signed off. Now, my shares ain't worth dick. Sorry about that. I need work, and I thought maybe you could provide. I mean, I'm smart enough to track you down, aren't I? I guess you are. Hey, I'll be in touch if anything comes up. Okay, da hat eine Lunte gerochen daran, was wir angerichtet haben, indem wir den Founder von Life Invader umgebracht haben. Der will jetzt anscheinend mit uns ins Geschäft kommen. Alles gut. Crewmitglied von Ricky Lukens für Raubüberfall freigeschaltet. Okay, also mit dem können wir jetzt auch auf Raubüberfälle gehen. Wahrscheinlich wird er uns auch zum Hiring zur Verfügung stehen, wenn wir später mal zu den Heists kommen. Das kann ich mir jetzt gut vorstellen. Wahrscheinlich ist es dafür hauptsächlich. Was für Raubüberfälle sollte man hier sonst machen mit den Pommesbuden ausräumen oder was? Naja gut, alles klar. So sammelt man die also an, indem man Nebenmissionen erledigt. Da lernt man die Leute kennen und die können einem dann später helfen. Das ist gut, dass ich das jetzt mal so aktiv mitgekriegt habe. Ich hoffe, das ist auch keine Fehldeutung von mir. Ich gehe mal stark davon aus, nicht. So, Kinder, ich habe immer noch dieses Kribbeln in meinen Fingern von diesem Rennen gerade. Wahnsinn! Das meinte ich damit, wo ich am Anfang mal gesagt habe, das Fahrradfahren in San Andreas war immer so cool, weil man, wenn man mal eine Strecke richtig fett gesprintet ist, wusste, was man getan hat. Gerade damals auf dem PC, ich habe es auf dem PC gespielt, da hatte man nicht diesen Extra-Knopf zum nach vorne drücken und den Extra-Knopf zum Sprinten. Nein, da war der nach vorne Knopf das Sprinten. Man musste also W drücken, wiederholt hämmern und dabei mit ASD halt quasi die normale Lenkung übernehmen, lustigerweise. Okay, Mission startet. Ich wollte eigentlich das Auto noch parken. Schade, schade. Schade, schade, schade. Papis kleines Mädchen. So, little girl. Was geht ab? Speak up, man. Oh, Chips. Oh. Watch your linear entertainment. Go watch porn. Just go away. Shit. Fuck you! What the fuck? Disrespectful little asshole! I can't believe you did that! That's my TV! You don't talk to me like that! I can't believe you... Mom was right about you. You don't know any better and you can't help it, but you're an asshole! Yeah, well, why don't you do something then? Besides just stand there. Why don't you hit me? Is that what you want? To be hit by your son? Yeah! No! I just... Want you to do something besides sit there eating? Yeah, great. Thanks for the fucking guidance, Dad. It means a lot. Wait. I'm just trying to help you. Yeah. Well, nothing says I love you like smashing my fucking TV. Nothing at all. I'm sorry. Just wish we could do things together. Yeah, what things? I don't know. Go for walks. Play ball. You know I have bad glands. Bike ride, then. Bike ride.
You want to go on a fucking bike ride? Fine, fine, let's go on a fucking bike ride. Fick mich. Take a bike ride along Vespucci Beach, and I'll show you just what you want to see. Okay, Mann. Dann fahren wir halt mal zum Fahrradverleih und fahren Fahrrad mit unserem Sohn. This day was going so well until you showed up. You know that? Okay, aber wir mussten ihn ja auch fast gar nicht überreden mit uns eine tolle. What's the big deal? If anything goes wrong, you can just fake your death and start all over. I'm going gray listening to this crap. Station change. Oh, hella yeah. How am I meant to develop my own moral sensibilities when yours are so unbelievably fuck-faced? Don't push me. Seriously, some guys borrow your bow. Borrow? You were hiding in the head crying kidnapped. They just took receipt of your property with payment pending. If it was anything other than what you told me, then that's on you. All right, they fucking stole it. And who knows what they would have done if they found me. But I didn't expect or want them to get killed. You think I'm gonna let some guys ride off with my sons? Look, I knew you were a bad guy, but... Oh, a bad guy. A crook, a killer, a thief, a liar. I guess I've been all those things one time or another, right? It's just... What? I always thought I was the good guy. God help the morally bankrupt planet your generation have left us if you're the good guy. Yeah. Anyway... I always knew you were the kind of person who didn't let other people get in the way, but I hadn't, like, seen that happen before. Yeah, well, that's me, Jim. And I've been trying my best to get things under control for the last 10 years, but that was an extreme fucking situation, and I had to act. A normal person wouldn't have done that. Yeah, well, I had to. To protect you. Yeah, keep telling yourself that when you see their faces every time you close your eyes. Okay, also, da kommen wir uns doch mal trotzdem irgendwie näher, obwohl das Ganze ja ein bisschen gepresst ist, aber da ist noch viel Arbeit zu leisten. Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, wir sind am Strand angekommen, Vespucci Beach. Wir wollen eine Radtour mit unserem Sohn machen, um ein bisschen mit ihm zusammen zu wachsen, sozusagen. Wie das Ganze weitergehen wird, sehen wir aber erst im nächsten Part von GTA 5. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr, dieses Spiel zu spielen, denn es macht einfach unglaublich viel Spaß, wie das alles inszeniert und erzählt ist hier. Das ist einfach nur toll. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei beim nächsten Mal. GTA 5, ich bin CoreLP100, der mit der Zeit dran. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis dann.